Heute schauen wir uns an, wie man eine quadratische Gleichung mit der quadratischen Ergänzung lösen kann. Es gibt noch eine andere Technik, nämlich mit der PQ-Formel. Das ist aber ein anderes Video. So, eine quadratische Gleichung ist erstmal eine Gleichung, in der auch eine Variable zum Quadrat vorkommt. Also zum Beispiel so etwas wie 2x² minus 6x. Minus 56 gleich 0. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Man könnte an dieses Beispiel kommen, wenn man beispielsweise die Nullstellen einer quadratischen Funktion sucht, die den Funktionsterm 2x² minus 6x minus 56 hat. Oder wenn man für diese Funktion die faktorisierte Form herstellen möchte. Oder an anderen Situationen. Jedenfalls sucht man jetzt das x, oder die beiden x in diesem Fall, für die diese Gleichung hier erfüllt ist. Das geht folgendermaßen. Der erste Schritt ist, dass man erstmal das x² alleine hinbekommt. Das heißt, man möchte einen Faktor, der vor dem x² steht, wegbekommen. In diesem Fall ist es die 2. Ich teile also durch 2. Als Äquivalenzumformung bekommen dann also hier ein x², hier bleiben minus 3x und hier minus 28, weil ich ja jeden einzelnen Term geteilt durch 2 rechnen muss. Und ich muss auch die 0 geteilt durch 2 rechnen, aber das bleibt 0. So, das ist die Standardform der quadratischen Gleichung. Das x mit dem Quadrat steht alleine ohne weiteren Faktor und gleich 1. Und dann kommt irgendein anderer Term mit x und dann kommt eine Zahl gleich 0. So, Strategie quadratische Ergänzung. Das hat immer damit was zu tun, dass man die binomischen Formeln anwenden möchte, aber rückwärts. Also gucken wir mal. Binomische Formel in diesem Fall. Wegen dem Minus nehmen wir mal die zweite binomische Formel. Die lautet a minus b in Klammern zum Quadrat gleich a² minus 2ab plus b². Wer sich nicht erinnert, muss eben a minus b in Klammern mal a minus b in Klammern schreiben und das Ganze ausmultiplizieren und zusammenfassen. So, das möchte ich gerne anwenden, aber in diese Richtung. Ja, weil ich möchte das Quadrat letztlich nach außen bekommen. Dann kann ich nämlich die Wurzel ziehen und die Gleichung lösen. Was muss ich tun? Nun, hier habe ich eine 2. An dieser Stelle habe ich aber eine 3. Das funktioniert also noch nicht. Ich kann es aber reparieren. Ich erzeuge mir einfach eine 2. Und zwar schreibe ich, anderer Stift, andere Farbe. So, neuer Versuch. x². Und jetzt schreibe ich mir minus 2 hin, weil die 2 will ich ja haben. Aber eigentlich soll da ja eine 3 stehen. Also mit was muss ich denn 2 multiplizieren, damit eine 3 rauskommt? Nun, 3/2. Ja, weil dann kürzt sich die 2. 2 mal 3/2 ist 3. Ist also nichts passiert. Ich habe die 2 im gewissen Sinne aus der 3 rausgezogen. Das x bleibt stehen und die minus 28 bleibt auch stehen. Okay. Also, die 2 haben wir schon mal erzeugt. So, hier hinten fehlt ein Quadrat. a² minus 2ab plus b². Ich brauche also irgendwas, wo ein Quadrat drin vorkommt. Und zwar soll es das b sein. Ich habe jetzt, ich vergleiche immer. Ich vergleiche meine Gleichung mit der Formel für die binomische Formel halt. Ne? Also hier habe ich ein x², hier habe ich ein a². Das a und das x, das identifiziere ich. Also da nehme ich, das ist für mich das Gleiche.
Nun, wenn das x das a ist, was ist dann das b? Nun, hier in diesem mittleren Term, so, das hier ist das x und hier, das ist also das b, ne? Hier, x² und x, a² und a und hier habe ich jetzt 3 halbe, das ist für mich das b. Und das soll jetzt als b² hier vorkommen. Oh, falsche Farbe hier, so b². Quadrat. Das fehlt mir in meiner Gleichung. Ich erzeuge es mir einfach, indem ich es dazu schreibe und wieder abziehe. Das sieht so aus. Also x² minus 2 mal 3 halbe x plus und jetzt 3 halbe zum Quadrat minus 3 halbe zum Quadrat. Oh, das radiere ich nochmal weg. Das sieht hier alles nicht so schön aus. So. Das mache ich mal neu. Also. Nochmal. 3 halbe zum Quadrat. Möchte ich haben, wegen dem b-Quadrat hier. Ich schreibe es dazu und ich ziehe es wieder ab. Minus 3 halbe zum Quadrat. Nichts passiert. Okay, minus 28 gleich 0. So, was ist jetzt entstanden? Ich habe einmal hier das x² und das x. Ich habe die 2 und ich habe das b und das b². Ich könnte also jetzt im Prinzip denken, das ist so viel wie a² minus 2 mal, jetzt steht hier das b zuerst, mal a plus b². Und das ist ja das gleiche wie a minus b in Klammern zum Quadrat, ne? Wegen dieser binomischen Formel. Ja, aber jetzt denke ich nicht an a und b, sondern an x und 3 halbe. Ich schreibe also hin x minus 3 halbe zum Quadrat. Und das ist im Prinzip dieser ganze Teil. Und jetzt bleibt hier stehen minus 3 halbe zum Quadrat minus 28 ist gleich 0. Soweit so gut. Das kann ich noch ein bisschen zusammenfassen. Ja, aber also der komplizierte Teil, der ist jetzt schon vorbei. Ich habe es jetzt also geschafft, dass das Quadrat außen steht. Ja, und dadurch kann ich mit Wurzel ziehen am Ende die Gleichung lösen. Ich muss jetzt nur noch Äquivalenzumformung machen, die Zahlen zusammenfassen und bin dann im Prinzip schon fertig. Ich scroll mal ein bisschen runter. So. Okay, also x minus 3 halbe zum Quadrat minus 3 halbe zum Quadrat sind 9 Viertel minus 28 gleich 0. Minus 9 Viertel minus 28 sind minus 121 Viertel. Also x minus 3 halbe zum Quadrat minus 121 Viertel gleich 0. So, jetzt plus 121 Viertel ergibt x minus 3 halbe in Klammern zum Quadrat gleich 121 Viertel. Ich ziehe die Wurzel auf beiden Seiten und durch das Wurzelziehen verschwindet das Quadrat hier außen. Ich habe also x minus 3 halbe auf der linken Seite und auf der rechten Seite habe ich die Wurzel aus 121 Vierteln. Es gibt aber noch eine zweite Option, nämlich minus die Wurzel aus 121 Viertel mit sich selbst multipliziert, ergibt auch 121 Viertel. Also x minus 3 halbe könnte auch minus Wurzel aus 121 Vierteln sein. Ja, jetzt fehlt mir nur noch eine letzte Äquivalenzumformung, die geht in beiden Fällen, nämlich plus 3 halbe
Und das liefert mir die erste Option. X1 ist 3 halbe plus die Wurzel aus 121 Viertel. Und die zweite Option, x2 ist 3 halbe minus die Wurzel aus 121 Viertel. Okay, an der Stelle bin ich im Prinzip fertig. Hier ist es nur so, dass ich noch ein bisschen weiter vereinfachen kann. Die Wurzel aus 121 Viertel ist 11 halbe. Ja, das heißt, x1 ist 3 halbe plus 11 halbe. Das sind 14 halbe, also 7. Und die zweite Option ist 3 halbe minus 11 halbe. Also minus 8 halbe, das sind minus 4. Okay, die quadratische Gleichung hat also die beiden Lösungen x1 gleich 7 und x2 gleich minus 4. Das sind die beiden Lösungen. Ich könnte das jetzt noch checken. Wichtig ist, dass ich sie beide gefunden habe. Ich schreibe mal die Lösungsmenge hin. So, also minus 4 und 7 sind die beiden Lösungen. Und der Trick quadratische Ergänzung besteht eben darin, dass man im ersten Schritt hier eine 2 erzeugt und dann das, was dabei entstanden ist, als man die 2 erzeugt hat, im Quadrat nochmal hinzufügt und wieder abzieht. Okay, Übungen gibt es dazu auf Betamax.